Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Wolter. Und bevor das eigentliche Video losgeht, und zwar die Drachenlord-Doku, die wir eigentlich planen wollten, oder vielmehr jetzt die Roomtour, die da draus geworden ist, weil wir einfach nicht genug Material hatten, bringen wir euch jetzt dieses Material, was wir eigentlich erst Weihnachten rausbringen wollten. In erster Linie möchte ich sagen, ja, ich war anscheinend unglaublich schlecht vorbereitet. Also wir haben natürlich recherchiert ein bisschen, wir haben ein bisschen gegoogelt, wir haben ein bisschen was gemacht, aber das Thema ist so tiefgründig, wir haben einfach nicht damit gerechnet, dass da so viel los ist. Also ich habe es gar nicht mitbekommen. Wie gesagt, ich kannte Rainer bis vor ein paar Wochen noch gar nicht. Ein Freund hat mich auf den Trichter gebracht, da vielleicht mal ein Interview zu machen und vielleicht mal zu vermitteln zwischen den Hatern und Rainer Winkler, aka dem Drachenlord. Und dann dachte ich mir natürlich, okay, fahren wir dahin, stellen ihm auch mal ein paar kritische Fragen. Vielleicht kann man ja da ein bisschen Aufklärung betreiben. Wir wollten einfach eine neutrale Dokumentation. Wir haben uns da auf keine Seite gestellt. Und auch hier möchte ich nochmal absolut sagen, wir distanzieren uns komplett von allen Aussagen, die Rainer Winkler getroffen hat. Weil wir können hinter sowas auch gar nicht stehen. Wir sind einfach nur ein neutraler Berichterstatter. Das war die Intention hinter diesem Besuch bei Rainer. Wir haben nur an der Oberfläche gekratzt und dachten natürlich, ey, der arme Typ, wer und was Rainer Winkler wirklich ist, wurde uns jetzt die letzten Wochen erst bewusst, weil auch Freunde mich angerufen haben. Ey Kevin, bist du komplett bescheuert? Warum fährst du denn dahin und machst ein Interview mit dem? Weißt du, was der alles gesagt und gemacht hat? Habe ich gesagt, ja, aber der hat mir das ja so und so erzählt. Ja, dann hat er dich angelogen. Ja, ist mir jetzt auch alles bewusst. Wir haben einfach nicht damit gerechnet, dass da so viele Probleme sind, die Rainer selber verursacht hat. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen, die sich auf den Fuß getreten fühlen, entschuldigen, weil wir möchten da wirklich uns nicht parteiisch auf irgendeine Seite stellen. Ich bin absolut kein Mobbing-Experte, das muss ich nochmal betonen. Mobbing ist scheiße, Mobbing darf in unserer Gesellschaft nicht existieren. Aber ob das mit Rainer Winkler wirklich Mobbing ist oder einfach nur Aktion, Reaktion oder vielmehr Reaktion auf die Aktion von Rainer, das ist uns erst die letzten Wochen bewusst geworden. Und genau aus diesem Grund möchte ich die kompletten Einnahmen des Videos spenden. Und zwar an 4 verschiedene Stationen, jeweils mit 25%. 25% möchte ich spenden an die Kirche für einen guten Zweck, weil die Kirche gibt mir sehr, sehr viel. Ich bin sehr, sehr gläubig und der Kirche muss man auch mal was zurückgeben. Dann möchte ich eine Anti-Mobbing-Kampagne unterstützen. Dann möchte ich ein Kinderheim unterstützen und dann möchte ich noch ein Tierheim unterstützen. Und somit haben wir aus der ganzen schlechten Sache auch noch mal was Gutes rausgeholt und können anderen Menschen noch mal was zurückgeben, Tieren helfen, Menschen helfen und damit ist vielleicht mehr Leuten geholfen, als wir denken. Jetzt folgt das Video, was natürlich älter ist, auf unglaublich schlechter Recherche beruht und auf vielen, vielen Lügen leider auch beruht. Trotzdem, von meiner Seite aus, sollte es eine absolute neutrale Berichterstattung sein. Und ich möchte nochmal mich ganz klar von dem Thema Rainer Winkler, dem Drachenlord an sich und dem kompletten Thema distanzieren. Denn damit möchte ich nichts zu tun haben. Deswegen werden diese Videos bis Samstag noch online sein. Am Samstag werde ich alle Videos löschen, die mit dieser Thematik zu tun haben, um mit diesem Thema für mich persönlich abschließen zu können. Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Wolter. Heute mit einem neuen Format. Einen Tag im Leben vom. Heute der Drachenlord, aka Rainer Winkler. Wir sind jetzt angekommen in Altschauerberg. Ich bin sehr gespannt, was uns jetzt erwartet. Wir brauchen jetzt noch 200 Meter, sind wir da. Steine eingeschmissen hier vorne, überall die Fenster eingeschmissen. Hier Farbbomben an den Wänden, Fenster eingeschmissen. Da kommt Rainer auch schon. Guten Morgen! Mahlzeit! Servus! Hat's geklappt? Ja. Wir sind alle richtig angefixt, ey. Na? Ah, man, freut mich. Servus. Wie du? Ja, freut mich. Das ist ja Wahnsinn, wie es hier aussieht. Ja. Das da ist vor allem Zeug, wo ich entfernt habe. Aber zum Beispiel hier, gut, die Farbe natürlich, logisch, von mir, aber das hier zum Beispiel, haben sie erst letzte Woche reingeschmissen. Das schmeißt hier, nicht in den Müll rüber? Ja, zum Teil. Also das ist, wie gesagt, alles von
Schwämme und so, wo ich noch weghauen will, weil ich drinnen was gemacht habe oder immer was am Machen bin. Deswegen ist es auch noch da, weil ich noch mehr machen will. Scheiben eingeschlagen. Ja, Scheiben eingeschlagen. Farbbomben rangeworfen. Vorne alles voll gemalt. Diese, ich nenne sie ja gerne die ekelhafte, fette, hässliche Kreisschenne. Die ist da oben drauf rumgelaufen und hat es da hingeschmiert. Inge ist doof, letzte Woche raufgeschmiert. Deswegen ist die Farbe da quasi noch da. Hast du das gemacht? Das war die, das habe ich wieder weggemacht. Hast du weggemacht, ja. Ja, oder versucht, aber mit der hellen Farbe. Eigentlich würde ich ja gerne, wenn ich die Kohle hätte und die Farbe hätte, alles schwarz. Alles schwarz. Damit keiner was machen kann. Naja, machen können ist ja schon was, aber schwarz, magst du ja nichts. Schwarze Farbe her, drüber ist er wieder weg. Wenn du hier überall eingeworfene Scheiben hast, ist es nicht kalt bei dir in der Bude? Das da ist ja die Waschküche. Ach so. Das ist ein externes Gebäude quasi. Das war, früher war das mal eine Werkstatt, Garage oder irgend sowas. Ja, mal gucken. Ja, Wahnsinn. Servus. Bäckerlieferung. Bäckerlieferung. Oh je. Du bist gerade am Stream. Das ist genau am Stream. Aber bist zeitversetzt, oder? Etwa eine Minute, ja. Eine Minute? Ungefähr. Das ist YouTube normal. Ach, auf YouTube streamst du? Genau, ja. Nicht auf Twitch. Ja, Twitch wurde ich 3-mal gebannt. Ah ja? Ja. Einmal, weil ich ein unschönes Wort gesagt habe, weil ich an so ein blödes Meme gedacht habe. Ne? Mit so einem böses N-Wort. Erkennt, gibt es ja dieses komische Meme und da denke ich halt dran. Ja. Und sag das, weil ich mitten im Kampf bin bei Halo. Natürlich hat Twitch gleich gebannt. Ja. Und die anderen 2 Male wurde ich gebannt, weil ich schon gebannt war. Ja, so ist es manchmal, ne? Ja. Jetzt ruft so ein Hater an. Willst du mal hingehen? Wo ruft der an? WhatsApp. Ja, hallo? Hallo? Direkt aufgelegt. Ja. Manchmal habe ich Tage, da klingelt das Handy alle 2 Sekunden. Warum holst du nicht einfach eine neue Nummer? Weil alles über meine Nummer läuft und ich keinen Bock habe, meine Nummer schon wieder zu wechseln. Ich habe meine Nummer, seit ich YouTube mache, 4-mal gewechselt. Achso. Das hilft aber nichts. Also ich habe die Schnauze voll. Du darfst nicht immer irgendwelchen Weibern deine Nummer schicken, weil du spitz bist. So. Naja, mittlerweile habe ich meine 2, von daher brauche ich da. Nee, ich kann ja mal kurz gucken. Spaß ist halt, das interessiert euch bestimmt auch. Wartet mal, wie viele Leute ich geblockt habe bereits auf Snapchat. Naja, auf WhatsApp. Also 30.000. Datenschutz. Ja, naja, 2780. 2780 geblockte Konten. Wir haben jetzt die Situation gerade hier, dass wir bei Rainer sind und wir Hater vorm Tor haben. Und die versuchen wir jetzt mal vor die Kamera zu kriegen, um uns anzuhören, warum sie das machen. Männers, ey, kann ich ganz kurz, könnt ihr ganz kurz rankommen? Die kamen wegen dir und nicht wegen dem Rainer. Achso, okay. Okay, danke euch. Soll ich aufmachen? Kannst aufmachen, ja. Ich dachte schon, dass du vielleicht uns auch mal hören willst oder so. Genau, das ist halt genau das Ding, warum. Weil ich bin halt komplett neutral. Wir sind halt unparteiisch, weißt du, ja, bei der ganzen Sache. Wir sind auch ziemlich neutral, wir können halt auch die anderen Sichtweisen. Komm, wir gehen mal. Was ist los hier bei Rainer? Es ist ganz anders, dass Leute Kritik ausgeübt haben und der Rainer hat die Kommentare dann vorgelesen vor ein paar Jahren. Die haben halt auch in Foren viel über ihn geschrieben. Und ich glaube, ein Fehler von ihm war es, dass auf die Kommentare viel eingegangen ist auf die Kritik und die nicht als Kritik angesehen hat, sondern eher als Hate anfangs. Und dann irgendwann haben halt die Leute angefangen, die Aktion ein bisschen hochzuschrauben. Heißt mal, irgendwo bei seiner Schwester was, glaube ich, anzurufen, was dieser Trigger irgendwo war. Was dann eben so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, auch dieser Heiratsantrag damals. So kam ich damals drauf, das war ja schon vor 5 oder 6 Jahren, das geht ja schon ewig so. Und damals fand ich es eigentlich auch noch eher einfach mal lustig anzuschauen, sein Videos waren so ein bisschen unbeholfen vielleicht, ja, nicht so professionell. Ja. Aber das hat auch so ist halt auch so ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie für sich. Und dann wurden die Aktionen halt immer krass. Ich hatte auch mal so vorher ein bisschen rumdiskutiert, das Problem ist, glaube ich, beim Rainer, dass dieses Hochschaukeln so extrem ist, dass er halt diesem Hate eine Plattform gibt und irgendwann, glaube ich, sein Content der Hate wurde. Mhm. Und
das sieht man auch an Streams, es gab mal diese Junau-Staffel, da wurde halt, da haben sich Leute irgendwelche Namen gegeben, seinem toten Vater und so weiter, was natürlich ein No-Go ist, also mal zum Grab seines Vaters gegangen. Im Internet wird alles so aufgebauscht irgendwie und die halt stundenlang provozieren, kommt irgendeine doofe Aussage, ja, das ist vollkommen klar. Manchmal Rainer, das ist schon übertrieben manchmal. Was jetzt ein Problem war, halt die Aussage vom Rainer im Discord, die nehmen ja wirklich alles auf über Stunden. Hätte ich einfach keinen Bock, ich mag eine Person, ich gucke mich stundenlang in den Discord rein, die Person irgendwie auf Normalstum ein bisschen doofe Aussage, um die online zu stellen. Ja. Da gab es eben letztens die Aussage in diesem Terroranschlag in Wien. Genau, und das war halt so ein gefundenes Fressen. Rainer, wie lange wohnst du jetzt hier schon? Naja, mein ganzes Leben, also über 31 Jahre. Also immer hier auf diesem Grundstück gewohnt? Ja. Immer im Familienbesitz gewesenes Haus? Ich wollte nur mal ein paar Jahre weg, als mein Vater krank wurde, wo ich noch normal gearbeitet habe, wo ich noch kein YouTube gemacht habe, ein paar Jahre weg, unter anderem auch, damit ich immer Internet habe, weil zu Hause hatte ich ja nie Internet früher. Dann ist mein Vater gestorben und dann habe ich mir gedacht, ich kann jetzt nicht einfach abhauen. Meine Schwester und meine Mutter haben es andersrum gemacht. Als mein Vater weg war, waren die auch weg. Warum liegt da eine Wurst? Tja, weil manche Menschen offensichtlich nicht wissen, wie man mit Lebensmitteln richtig umgeht. Das ist eine Sache, die mich am meisten triggert, weil es grundsätzlich die Sachen sind, wo die naja, generell so Lebensmittelverschwendung hasse ich wie die Sau. Da habe ich auch einen Snapchat-Post damals gemacht, dass das passiert ist. Damals? Wie lange liegt die da schon, die Wurst? Naja, so lange jetzt auch noch nicht, in Anführungszeichen. Eine Woche oder zwei. Ich räume auch mittlerweile nicht mehr auf, sollte man vielleicht dazu sagen. Oder mach's nicht mehr so akribisch, weil ich habe das vor ein paar Jahren immer akribisch alles gemacht. Habe mir auch mal vor kurzem in einem Livestream auch mal einen alten Stream geschaut, als Video geschaut. Da war ja alles picobello. Aber es ist halt, wenn ich das aufräume, schaut zwei Tage später wieder so aus. Also die Sache, die Leute werfen, das sind teilweise Sperrmüllsachen natürlich, aber die Leute werfen ja auch einfach Müll rüber. Flaschen, ein Kürbis liegt da. Ja, der Kürbis ist von Halloween. Farbbomben, leere Dosen, volle Dosen, irgendwelche Tüten mit Kohle drin hier, Kartons. Also hier ist ja wirklich alles, das ist ja Wahnsinn, was die hier rumschmeißen, ne? Viel, ja. Ist ja Farbbomben, Eier. Da vorne, da wird rangesprüht, vorne die Wand ist rangetaggt. Ja, Rainer, auch Probleme halt, ne? Dass die Leute seinem Grundstück zu nahe kommen. Grundstück beginnt 1 Meter vom Straßenrand. Video überwacht, hat hier oben eine Kamera auch. Haben wir drinnen schon gesehen, dass er hier vorne alles im Blick hat. Ich habe hier gesehen, hier vorne ist sowas wie so eine Tafel, wo die Leute sich verewigen oder was? Ja. Simon. 27.04.18. Es gibt auch Leute, die haben ihre Telefonnummern hingeschrieben oder Telefonnummern von irgendwelchen anderen Leuten. Es gibt auch nicht selten den Fall, dass die irgendwelche Telefonnummern hinschreiben von anderen Leuten, die sie auch so haten wie mich. Und es war auch noch viel mehr. Es war auch hier alles an der Wand und hier an der Seite an der Wand ist alles überstrichen inzwischen. Ja. Also hier sieht man auch überall Eier. Ja, das sind alles Eierspuren. Ja. Werfen sie Eier an dein Haus? Wahnsinn. Eier kriegt man ja mal weg. Die muss man ja theoretisch den ganzen Putz abhauen, neu putzen. Also selbst wenn man es wegkriegt und neu überstreicht, kommt es wieder durch. Weil das Eiweiß sich so reinfrisst, da ist richtig ätzend. Also ja, alle deine Fenster sind eingeworfen? Nicht alle. Fenster im Ding zumindest noch nicht, in der Küche. Aber fast Fenster, alle deine Fenster. Die zwei Fenster unten, muss ich dazu sagen, das ist aus der Wut heraus entstanden, weil ich es mal ordentlich zugeballert habe. Aber das Fenster hier zum Beispiel aus dem Arbeitszimmer, das Fenster oben, und die anderen Fenster oben, wo man dann von innen vielleicht besser sieht, sind alle eingeworfen worden, ja. Das Grundstück hast du geerbt von deinem Vater? Genau, richtig. Der ist wann gestorben, wenn ich fragen darf? 2011, einen Tag vor seinem Geburtstag. Einen Tag vor seinem Geburtstag? Ja, war richtig ätzend, weil ich mache mir heute noch Vorwürfe. Ich bin da reingefahren, zwei Tage vorher bin ich reingefahren und habe noch überlegt, fahre ich jetzt ins Krankenhaus noch schnell, besuche ihn nochmal. Aber ich am Tag vorher drin, habe ich mir gedacht, naja, es ging nicht so gut, lässt ihn lieber ausruhen, fährst morgen rein und dann so, am Ding fahre ich sowieso rein zum Geburtstag, also einen Tag später nochmal. Also bin ich nicht reingefahren. Am nächsten Tag kommt die Mutter in die kleine Hütte rein, die damals mein Wohnzimmer war, habe den ganzen Sommer drin gepennt, das war ja auch im Sommer, wo er gestorben ist. Bin auf Arbeit gefahren, heimgekommen, da drin gewesen, drin gepennt, Kühlschrank drin gehabt, alles so. Und kommt die Mutter so rein und sagt, der Vater ist gestorben. So, und ja, ich bin dann halt, habe meinen besten Freund damals angerufen, mit dem ins Krankenhaus reingefahren, nochmal anschauen, nochmal sehen, letzte Erde erweisen so. Und das war es dann eigentlich du bist, so. Du bist schon ein bisschen angespannt, ne? Wenn sobald ein Auto hier vorbeifährt, ist schon eine komische Situation für dich, ne? Nicht ganz, bei dem wusste ich, dass es mein Nachbar ist. Das habe ich schon gehört am Ton.
Aber ja, es ist natürlich schon immer ein Problem, wenn dann Leute hier vorbeifahren. Gerade wenn man dann mit Leuten hier am Filmen ist, am Aufnehmen ist oder hier außen, generell nur einfach mit Leuten hier außen sitzt. Bei mir ist die Sache, du sagst, das macht dir nichts aus, aber für mich ist halt die Sache, dass ich halt trotzdem dran denke, was jetzt bei euch passiert, einen von euch dreien oder wie auch immer. Ist halt nicht so schön, weil ich bin da halt sehr empathisch, hab da sehr Probleme, wenn das gerade. Hattest du ein gutes Verhältnis zu deinem Vater? Es war ein Mischverhältnis, würde ich sagen. Es gab Situationen, in denen wir uns wirklich gefetzt haben, hat er mal einen Hammer nach mir geworfen, so. Aber letzten Endes lag es halt an seiner Krankheit, da hat er Krebs gehabt. Das habe ich dann im Nachhinein auch erfahren. Und ja, es ist halt letzten Endes jetzt so, dass dadurch, dass der Vater ja den Krebs hatte und ich auch weiß, wie er so an sich war, weil wenn ich mit ihm alleine war, war überhaupt kein Problem. Wenn wir im Wald waren, die das Holz gemacht haben und alles, war überhaupt kein Problem, alles gut gekommen und so. Und jetzt, wo es dann, wo er dann gestorben ist, ich respektiere meinen Vater. Ich respektiere meinen Vater. Mein Vater hat alles für uns gemacht. Das hat man vor allem dann gemerkt, nachdem meine Schwester, meine Mutter und vor allem mein Vater eben nicht mehr da waren. Wie ist das Verhältnis zu deiner Mutter und deiner Schwester? Die gibt's noch? Die gibt's noch, aber ich habe weder Verhältnis zu meiner Mutter noch zu meiner Schwester. Das hat sich mittlerweile komplett in die Brüche gegangen. Da gab es viele Aspekte, die nicht unbedingt mit dem Tod vom Vater zusammenhängen, obwohl es auch mit drinnen hängt. Speziell zu meiner Schwester will ich keinen Kontakt mehr, zu meiner Nichte. Ich habe eine Nichte. Aber ich sag mal so, meine Schwester hat das damals mir verschwiegen, dass sie schwanger ist. Hat mir dann auch verschwiegen, dass sie ihr Kind kriegt, also Bansis kriegt, wie sie im Krankenhaus war. Ich habe das am selben Tag, wo meine Schwester das Kind gekriegt hat, habe ich es erfahren. Allerdings nicht durch meine Schwester, sondern durch die Hater. Und das hat natürlich wehgetan, weil sie hat es mir verheimlicht, damit es die Hater nicht erfahren. Und ich habe es dann genau durch die Leute erfahren, durch die es nicht erfahren hätten sollen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, es ist für mich wirklich so eine Situation, wo ich mir halt gedacht habe, wo du verletzt warst. Da war ich verletzt und da kamen auch noch viele andere Aspekte im Laufe der Jahre vorher zu. Da habe ich mir gedacht, nein. Und dann war meine Schwester 2-3 Wochen später hier mit der Tochter, die sie noch im Auto hatte, die im Hintergrund war mit ihrem Mann, jetzigen Mann. Und ich habe mit denen nichts mehr zu tun. Ich habe dann gesagt, verpisst euch. Willst du auch gar nicht? Nein. Ich will mit denen nichts mehr zu tun haben. Ich habe Bedürfnisse zu meiner Familie. Ich habe Bedürfnisse zu meiner Familie. Meine Familie besteht momentan aus mir und vielleicht, wenn überhaupt, noch zwischen mit meinen zwei Mädels. Ansonsten habe ich keine Familie. Ich habe keine Onkels mehr, keine Tanten mehr, keine Brüder, keine Schwestern und keine Geschwister. Keine Eltern. Also ich bin alleine. Ist ja auch schon traurig irgendwo ein bisschen. Ne? Ist ja auch hart für dich selber. Vielleicht willst du es dir nicht so eingestehen, aber irgendwo in dir drinne wird ja schon da irgendwo. Es war mal. Aber es ist ja jetzt mittlerweile, das läuft jetzt seit 4 Jahren oder so, oder 5 Jahren, dass ich zu denen kaum noch bis gar keinen Kontakt mehr hatte. Das Verhältnis war ja vorher schon angespannt und jetzt ist es mittlerweile endgültig weg und ich habe auch kein Bedürfnis mehr dazu. Die haben sich komplett abgekapselt und ich weiß, wo meine Mutter zumindest wohnt, aber ich weiß nicht, wo meine Schwester wohnt und so. Und ich will letzten Endes von da nichts mehr wissen. Ich will einfach nur noch meine Ruhe von denen, möchte nichts mehr mit denen zu tun haben, möchte nichts mehr von denen wissen. Die sollen ihr Leben führen, die haben sich entschieden. Ich bin ein Mensch, es dauert lange, bis ich einen Schlussstrich ziehe. Und ich habe meiner Mutter und meiner Schwester lange Zeit gegeben und lange Chance gegeben und alles. Aber mal abgesehen von meiner Schwester und meiner Mutter gibt es auch meine Onkel und meine Tanten, die mir alle gesagt haben, was machst du da, lass das mit YouTube, schmeiß es hin und so weiter, du wirst sowieso nie was erreichen und keine Ahnung. Es gab nie Rückhalt. Von keinem aus meiner Familie, weder von meinen Eltern, also weder von meiner Mutter, noch von meiner Schwester, meine Onkels, meine Tanten, alle, keiner hat mir Rückhalt gegeben. Die wenigen Menschen, die mir Rückhalt gegeben haben, haben sich entweder im Laufe der Zeit dann als Idioten herausgestellt und sind abgehauen, haben sich einfach nicht mehr gemeldet, haben nicht mehr reagiert, wenn ich ihnen geschrieben habe, haben sich auch nie entschuldigt oder sonst was. Oder Schmerz dann natürlich auch, ne? Das ist mir ehrlich gesagt egal. Das mit der Mutter und der Schwester war halt das Schlimme so an sich, aber wie gesagt, an sich habe ich das auch verarbeitet. Das ist halt, das liegt halt hinter mir. Ich denke nie groß drüber nach. Ich habe auch kein Bedürfnis mehr darüber. Also ich denke auch echt so unterm Tag oder so generell denke ich nie dran. Das ist halt für mich einfach in der Vergangenheit. Und ich bin sowieso schon immer ein Mensch gewesen. Ich lebe weder in der Zukunft noch in der Vergangenheit. Ich lebe im Jetzt, in der Gegenwart. Und so eine gute Entscheidung. Da ist das Auto drin. Skur! Ja, genau, das Auto steht da drin. Mein Audi, mein V6. 2,6 Liter. Ganz am Start aktuell. Bist du viel unterwegs? So wie jetzt Auto? Bist du eigentlich nicht so viel, wie ich gerne würde, weil Hater. Aber ansonsten, ja, ich bin schon relativ viel unterwegs. So. Ich bin auch gerne unterwegs. Fährst du jeden Tag raus? Mal zum Bäcker, Brötchen holen? Wenn ich die Kohle hätte, würde ich jeden Tag rausfahren, was zum Bäcker holen.
Aber nee, so, ich würde das sagen, also wenn ich jetzt mein Geld kriege, dann ja, jeden Tag. Aber es ist, läuft bis ungefähr eine Woche, dann ist es natürlich auf Dauer zu teuer. Tomate liegt hier. Ja, von den Hatern. Die schmeißen die Tomaten und die leeren Dosen sind auch von den Hatern. Und wir gehen mal rein und gucken uns mal deine Hütte von innen an. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir,